Ja, hallo zusammen. Dies ist der erste Teil meiner Videoreihe zur expansiven Geldpolitik von EZB und ESZB, also dem europäischen System der Zentralbanken und der EZB. Und in dieser Videoreihe wird es nicht nur darum gehen, was die EZB und das ESZB für Anleihekaufprogramme durchführen und was sie genau dürfen und was sie nicht dürfen. Und auch, was das mit unserem Staatsaufbau zu tun hat. Oder aber auch für Konsequenzen langfristig für uns in Bezug auf unsere Renten, in Bezug aber auch, warum die Aktienkurse steigen oder aber auch die Immobilienpreise steigen. Und wir aufgrund dessen langfristig ja immer höhere Mieten bezahlen. Und auch, was das eventuell langfristig für Auswirkungen hat auf die Inflation. Und zu Inflation und Deflation kommen wir jetzt. Insbesondere zunächst die Inflation im Euroraum, also die Europäische Union besteht ja aus 27 Mitgliedstaaten und davon sind 19 dem Euro beigetreten. Und das ist der Euroraum. Und diese Länder haben alle unterschiedliche Inflationsraten, obwohl sie eine Währung haben. Und seit der Einführung des Euros 1999 bis zur Finanzkrise 2007 war die Inflationsrate im Euroraum relativ konstant um die 2%. Wobei die südlichen Länder, also insbesondere Griechenland, Irland, Spanien und Portugal, die heißen auch GIPS-Staaten, die werden hier noch häufiger auftauchen. Also diese Länder hatten durchschnittlich eine hohe Inflationsrate seit der Einführung und auch schon davor und der Finanzkrise. Und Deutschland hatte eher eine geringere Inflationsrate, so irgendwas zwischen 0 und 2%. Und mit der Finanzkrise, die ja, manche mit der Lehman Brothers Krise oder dem Bankrott der Lehman Brothers Bank verbinden, die aber im Endeffekt aufgrund von Subprime-Krediten, also über Subprime-Kredite wurde eine Immobilienblase erzeugt. Und diese Kredite wurden vornehmlich deswegen vergeben, weil der Staat Programme aufgelegt hat, um die ärmere Bevölkerung, insbesondere Latinos und Afroamerikaner, um eben dazu beizutragen, dass die auch Wohneigentum, also Häuser, sich leisten können. Und aufgrund dessen wurde staatlich, über ein Act, wurde staatlich auferlegt, dass eben diese etwas ärmere Bevölkerung auch Hypotheken bekommen soll durch die Banken. Und dadurch stieg quasi immer mehr der Preis und irgendwann fielen die Preise und auch war es so, dass dann quasi eine Rezession einsetzte und die deswegen ihre Jobs eher verloren haben, den Kredit direkt nicht mehr bezahlen konnten. Und ja, das hat dann zur Krise geführt, von der wir alle auch ein Stück weit was mitbekommen haben, soweit wir da schon am Leben waren. Tatsächlich war es dann so, dass mit der Weltwirtschaftskrise 2007-2008 alle Inflationsraten der Euroländer in den Keller gingen und nicht nur dieser, sondern auch weltweit. Und nach der Finanzkrise dann die Inflationsrate sich wellenartig fortentwickelte. Und ja, wellenartig bedeutet, dass sie auch unter anderem in den deflationären Bereich hineinkam bei einigen Ländern. So zum Beispiel bei Irland. Irland hatte im Jahr 2009 und im Jahr 2010 eine Inflationsrate von minus 2%. Also sprich eine deflationäre Phase. Ebenso hatte Griechenland dann etwas später eine deflationäre Phase zwischen 2013 und 2015 von ungefähr minus 1,5%. Und auch dazwischen gab es von Portugal und Spanien oder aber auch von Irland wiederum leichte deflationäre Phasen. Und ja, also die Europäische Zentralbank und das ESZB
argumentieren für ihre Anleihekäufe, könnt ihr in den Beschlüssen nachlesen, regelmäßig mit der Abwendung einer deflationären Gefahr. Nun ist das so, dass diese deflationäre Gefahr von den 1930er Jahren, also vom letzten Jahrhundert, abgeleitet wird und nämlich von der großen Depression, die ja auch wieder von den USA ausging, mit dem großen Börsencrash, bei der Dow Jones, den kennt ihr wahrscheinlich, wenn nicht, ist der Aktienindex, nach dem in den USA regelmäßig irgendwelche Sachen verglichen werden, obwohl es viel bessere Aktienindizes gibt, zum Beispiel den S&P 500, aber in dem Fall eben der Dow Jones, die Aktienkurse sanken da um 43%, also um fast die Hälfte stürzten die Aktien ein. Und es wurde auch eine Arbeitslosigkeit ausgelöst. Das ganze Jahrzehnt, also die ganzen 1930er Jahre, stieg die Arbeitslosigkeit von vorher 5% auf dann 20% für ein Jahrzehnt und sank dann wieder auf 5%. Ungefähr so. Das waren also die Auswirkungen der Finanzkrise in den USA. Und in Deutschland gab es auch so eine, nämlich auch in den 1930er Jahren. Damals war es so, dass in der Weimarer Republik der Reichskanzler Brüning die Regierung einnahm und das Parlament ausschaltete und über Notverordnungen, ich fühle mich leicht an Corona erinnert, über Notverordnungen die Regierungsmacht an sich riss und er dann die Renten senkte, die Löhne senkte, die Sozialhilfen senkte und die Steuern erhöhte. Und das führte insgesamt dazu, hätte man ja denken können, dass das dazu führt, dass die Steuern, die Steuereinnahmen steigen. Ja? Aber das Gegenteil war der Fall. In Wirklichkeit sanken die Steuern. Und in Deutschland hat man sich das so erklärt, mit einer negativen Nachfragespirale, dass quasi, wenn man ja die Löhne senkt und die Sozialhilfe senkt und die Renten senkt und so weiter, dann können die Leute weniger kaufen, also es sinkt die Nachfrage. Und ja, einer sinkenden Nachfrage steht langfristig natürlich auch ein sinkendes Angebot gegenüber. Was dazu führt? An der Produktion hängen die Arbeitsplätze, das heißt, die Arbeitsplätze fallen weg. Was wiederum dazu führt, dass die Leute noch weniger Geld haben, also noch weniger Nachfrage besteht und so weiter. Also eine negative Deflationsspirale in Gang kommt. Und für die USA, für die Weltwirtschaftskrise oder die damalige Finanzkrise in den 30er Jahren, ist folgende Erklärung vorfindlich. Es gibt zwei Stück insbesondere. Und zwar einerseits die keynesianische nach John Maynard Keynes. Die ist regelmäßig entsprechend sozialistisch nachfrageseitig und geht quasi davon aus, dass durch eine geringere Nachfrage, weil ja weniger Geld da war und insgesamt Unsicherheit am Markt herrschte, eben eine geringere Nachfrage da war. Und ja, den Rest habe ich euch eben schon erzählt, eben wieder diese Nachfragespirale, die negative. Oder aber auch der Milton Friedman hat zusammen mit Frau Schwarz so ein Buch über den großen Crash geschrieben und hat darin die Theorie aufgeworfen, dass tatsächlich diese Krise insbesondere durch eine restriktive Geldmenge ausgelöst wurde. Denn, wie man tatsächlich auch nachlesen kann, ist es so, dass bei der großen Krise, bei der großen Depression, es so war, dass über diesen Börsencrash tatsächlich ja wahnsinnig viel Geld vernichtet wurde. Und dieses Geld fehlte nachher in der Wirtschaft. Denn eine wachsende Wirtschaft braucht auch stets ein entsprechendes Geldangebot. So. Und die Banken, die dann einfach auch so zerstört wurden, das kann man tatsächlich auch sehen. Also was halt viel waren, die Banken und das Geld. Und der Lösungsvorschlag von Friedman
war dann in dem Bezug, dass man doch besser hätte Liquidität bereitstellen sollen. Also dass quasi die Geldmenge stets der Wirtschaftsstärke oder dem Wert der Wirtschaft entsprechen sollte. Ja, und das hat ja die EZB nun ausführlich getestet und aber irgendwie auch langfristig verschleppt. So, was man auch noch sagen muss, ist, dass nicht jede Deflation schlecht ist. Also es gibt zum Beispiel auch technologische Deflation. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr heute einen PC kauft und ihr hättet den in Wirklichkeit vor 10 Jahren gekauft, dann ist das so, dass dieselbe Qualität, dasselbe Equipment kostet heute vielleicht die Hälfte. Ja? Selbst wenn man die Inflation, die ja jedes Jahr zum Beispiel jetzt 2% beträgt, da drauf rechnet, dann ist das immer noch günstiger. Also mit anderen Worten, der Preis von Technologie verfällt. Und das ist auch gut so. So, und ja, die EZB leitet ja jetzt aus den teilweise deflationären Phasen von Irland, Portugal, Spanien und Griechenland zum Beispiel insbesondere ab, ja, dass sie Anleihekaufprogramme durchführen sollte und damit entsprechend ihrem Mandat handelt, nämlich die Preisstabilität nach ihrem selbstgesetzten Ziel zu verfolgen. Es ist aber so, dass die Inflation nicht nur zum Beispiel von der Geldmenge nach der Quantitätstheorie Milton Friedmans abhängt, sondern die Inflation hängt auch noch ab, einerseits von den Energiepreisen und andererseits von den Löhnen. So. Und die Energiepreise bewirken zum Beispiel generell eine Inflation und auch Deflation bei ihrem preislichen Verfall, dadurch, dass in vielen Gütern eben Öl drin ist zum Beispiel. Zum Beispiel in Plastik ist regelmäßig Öl drin und ja, steigt der Preis des Öls, steigt auch der Preis des Plastiks. Und ja, das ist aber auch so bei Export- und importierenden Ländern, denn inzwischen sind wir das ja alle, ja, wir haben ja eine zusammen vernetzte Weltwirtschaft und ja, wie werden die Güter produziert, transportiert von A nach B? Ja, ne? Dafür braucht man auch Energie für die Mobilität und den Transport der Güter. Und deswegen steigen mit steigenden Energiepreisen auch die Güter. Und genau das ist auch sehr stark passiert, nämlich der Ölpreis, der schwankte innerhalb diesen schwankenden Inflations- bzw. Deflationswerten. Und daher kann davon ausgegangen werden, dass tatsächlich ein hoher Anteil dieser Schwankungen auf ja, den schwankenden Ölpreis zurückzuführen ist. Und was man auch sagen muss zu diesen deflationären Tendenzen nach der Finanzkrise, die ja die EZB als Argumentationsgrundlage nutzt, dass davor, also erstens, dass die Inflation eben auch abhängig ist von den Durchschnittslöhnen und dass davor die Durchschnittslöhne in diesen, ich nenne jetzt mal GIPS-Staaten, ja, also Griechenland, Irland, Portugal und Spanien, dass die Durchschnittslöhne dort seit der Euro-Einführung stark gestiegen sind. Und das eben logischerweise sich dann auch auf die Preise durchwirkt. Insbesondere dann, wenn ja, also nicht per Robotik zum Beispiel produziert wird, sondern noch tatsächlich auch Handarbeit in Güter einfließt, wie zum Beispiel auf so einem klassischen Agrarmarkt, wie der zum Beispiel bei Griechenland insbesondere vorherrscht. Irland würde ich da rausnehmen wollen, weil die tatsächlich so einen starken Bankensektor haben, dass das nochmal ein ganz anderes Spiel ist. Und da sind tatsächlich auch die Durchschnittslöhne durch die Decke gegangen, und zwar auch langfristig. Bei Griechenland, Spanien, Italien und Portugal hingegen sind die über dem Euro-Durchschnitt stark angestiegen. So, ich lasse sie mal vorbeigehen. Sind die über dem Euro-Durchschnitt stark angestiegen und dann eben entsprechend mit der Finanzkrise sind die dann wieder gefallen. Ja, was eben auch zu einem Auf und Ab der Inflation führt. Und was tatsächlich auch nicht mit Gelddrucken gelöst werden sollte. Denn Durchschnittslöhne beeinflussen auch die Lohnstückkosten. So,
Und Lohnstückkosten tragen natürlich dazu bei, ob man wettbewerbsfähig ist. Wenn man zum Beispiel hohe Lohnstückkosten hat und die in ein Produkt einfließen, dann möchten andere Länder das weniger importieren und dadurch kann man es schlechter exportieren und nicht gut an der Wirtschaft teilhaben. Ja, also deswegen hätte man das wohl besser auf der Lohnebene lösen sollen, was ja letztendlich auch passiert ist. Aber wenn es denn dann passiert, dann muss man dann nicht über Anleihekäufe irgendwas retten. Wer das ja macht, das kommt dann in der nächsten Folge. Und ja, wie absurd das Ganze ist, das kann ich euch nochmal an der Inflationsrate 2021 sagen. Denn zu Beginn 2021 lag die Inflation bei durchschnittlich bisschen unter 2%. So. Und die stieg, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, im Laufe des Jahres, bis sie am Ende 2021 bzw. ja fortlaufend im Jahr 2022 fast 6% oder auch knapp darüber erreicht hat. Es geht ja jetzt um die EU-Inflationsrate. Ne? Wichtig ist aber auch, dass die EU-Inflationsrate und die Euroraum-Inflationsrate komplett parallel verlaufen. Also das heißt, dass diese Inflationsrate ehrlich gesagt kaum damit zu tun haben kann, dass so viel Geld gedruckt wurde, beziehungsweise Anleihekäufe, ihr wisst schon, was gemacht wurde. So. Aber jetzt komme ich zu meinem Punkt. Und der ist nämlich wesentlich. Die EZB hat ein Inflationsziel. Und wie ich schon gesagt habe, hat die Hauptaufgabe, die Preisstabilität zu gewährleisten. Diese Preisstabilität definiert allerdings die EZB selbst. So. Und 2015 hatte sie ein Preisstabilitätsniveau sich selber gegeben von wieder ein Niveau von 2% erreichen. Das war also das Ziel der Anleihekäufe, wieder ein Niveau von 2% zu erreichen. 2016 hatte sie dann das geändert und zwar auf mittelfristig wieder ein Niveau von unter, aber nahe 2% zu erreichen. Also sprich noch unter 2%, aber nahe dran. Und jetzt kommt's. Im Jahr 2021, ja, wo die Inflation so durch die Decke ging, da hat die EZB und das ESZB sich folgendes Inflationsziel gegeben. Mittelfristig 2%. Also das heißt, dass jetzt nicht nur unter 2% anvisiert werden, sondern plötzlich quasi auch mittelfristig über 2% völlig in Ordnung sind, weil ja im Durchschnitt plötzlich 2% gefordert sind. So. Und ja, ich finde, daran sieht man, dass das ESZB und die EZB nicht die Geldpolitik ihren Zielen anpasst, sondern ihre Ziele der Geldpolitik. Und damit wirkt es auf mich nicht mehr vertrauenserweckend.